Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute steht bei mir auf jeden Fall an, dass ich viel für die Uni machen muss. Und ich wollte auch noch einkaufen gehen, ich muss noch in DM. Vielleicht kaufe ich mir auch Lebensmittel, ich weiß es noch nicht so ganz, weil irgendwie ich habe immer Sachen da. Aber manchmal habe ich nicht so Bock dann da drauf halt. Von daher, ja, gehe ich vielleicht auch noch einkaufen. Wir haben jetzt auch schon Nachmittag mittlerweile. Aber ich habe heute den Morgen über halt so ein bisschen entspannt gemacht. Ja, will jetzt so über den Nachmittag dafür halt produktiver sein. Momentan geht es mir auch wieder mental viel besser. Also mir ging es die letzten Monate irgendwie immer so schwankend, mal gut, mal wieder schlechter. Und momentan bin ich irgendwie sehr ausgeglichen und so. Und deswegen habe ich auch mehr Bock jetzt wieder, mehr Videos hochzuladen und so. Ich bin jetzt wieder zurück. Meinem Fuß ging es jetzt schon viel besser, als ich dahin gelaufen bin. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es bald was wird, weil der Arzt hat eigentlich gesagt, dass ich so ab nächster Woche circa die Schiene abmachen kann. Aber wenn es weh tut, halt nicht so, weil dann tut es weh, wenn ich laufe. Ich zeige euch jetzt mal, was ich eingekauft habe. Ich habe eigentlich gar nicht so viele Sachen geholt. Ich habe einmal so ein paar Sachen für meine Schwester geholt, weil in letzter Zeit so ging es mir mental nicht so gut und irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn es einem nicht so gut geht und so, dann lässt man es unbewusst voll oft, finde ich, an anderen Leuten raus. Und genau, deswegen habe ich ihm ein paar Sachen geholt, so als, keine Ahnung, kleine Entschuldigung oder so. Weiß ich nicht. Genau, da habe ich ihr einmal so ein Kokoswasser geholt, weil ich weiß, dass sie Kokoswasser liebt. Dann habe ich ihr so einen gesunden Snack geholt. Dann so Augenpads. Da habe ich auch eine Packung für mich mitgenommen, weil ich finde die ganz nice. Ich weiß, sie haben nicht so gute Inhaltsstoffe. Aber ja, ich weiß nicht, ist einfach ein Vibe. Und dann habe ich ihr auch noch eine Maske geholt. Und das letzte, was ich ihr geholt habe, ist so ein Lipgloss. Den finde ich richtig gut, der ist von Essence. Den habe ich auch in so einem Rosa oder so. Den habe ich auch gerade drauf, aber den sieht man halt nicht so arg. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil der so natürlich ist. Den habe ich mir auch geholt. Dann habe ich mir einen Nagellack geholt, weil ich habe irgendwie keinen roten hier, weil ich die alle bei meinen Eltern habe. Und genau, das hat mich ein bisschen gestört. Deswegen habe ich jetzt hier einen. Dann habe ich hier so eine Contourpalette mir geholt, weil ich habe nämlich einen Bronzer. Aber der ist irgendwie so rotstichig und es passt nur zu meiner Sommerhautfarbe so. Keine Ahnung. Und sonst sieht es einfach rot aus, deswegen war das echt nötig. Und dann halt die Augenpads, habe ich ja schon gesagt, habe ich mir auch geholt. Ich muss ungelogen gefühlt meinen ganzen Kleiderschrank waschen, weil ich irgendwie das immer so voll vor mich hinschiebe. Ich weiß nicht, warum ich so bin, aber ich schiebe irgendwie Wäsche waschen immer vor mich hin und dann habe ich auf einmal richtig, richtig viel Wäsche. Also meine ganze Wäschetour ist wirklich voll. Ich glaube, ich muss auch easy 4-5 Mal waschen, bis die Sachen wieder alle sauber sind und alle halt weg sind aus der Wäschetruhe. Das ist richtig arg bei mir, ich weiß auch nicht. Ich habe mich jetzt auch kurz umgezogen, weil ich enorm geschwitzt habe. Ich denke, heute kann ich eh nur noch so 2 Maschinen oder so anmachen. Aber die Tage muss ich richtig viel Wäsche waschen. Ich muss jetzt auf jeden Fall unsere Küche erstmal aufräumen. Weil irgendwie habe ich vergessen gehabt, die Spülmaschine anzustellen gestern. Und dann habe ich heute doppelt so viel Geschirr. Deswegen ja, habe ich einiges zu tun heute im Haushalt hier. Aber ja, das werde ich jetzt direkt mal machen, damit die Küche wieder clean ist. Ich mag das nicht, wenn die Küche unaufgeräumt ist irgendwie. Und ja, dann esse ich auch schon was. The moments where I find my point of view are the moments where I think of you. Sitting by the window, I see you at the stairs. Can I meet you in the lobby? Do I even dare? I waste all of my time, so what's another day? Will we even remember this? Is it too late? I'm not ready to make a move. My heart's unsteady every time I think of you. I'm not ready. Call me a fool. You know that when you hear these words,
same. Cause the words we spoke back then could have two meanings. And I don't even know. So, jetzt ist unsere Küche auf jeden Fall wieder clean. Und genau, jetzt werde ich nur kurz was essen und dann die Wäsche schon rausholen. Ich werde jetzt ein bisschen mein Waschbecken reinigen, weil das sieht wirklich schon wieder richtig schlimm aus. Geschafft. Das finde ich immer voll motivierend irgendwie, weil immer wenn ich mir denke, so, ich habe gar keinen Bock jetzt irgendwas zu machen, denke ich mir so, danach fühle ich mich viel besser. Deswegen mache ich es dann einfach.